aus, weil wir haben unsere beiden Vorsitzenden hier. Und auch die beiden sind in den letzten Wochen und Monaten die ganze Zeit durch die Lande getourt und haben viel und hart gearbeitet. Euer Applaus, Applaus! Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das tut gut. Und ich denke, wir können auch heute auf unser Ergebnis stolz sein. Und deswegen möchte ich natürlich an erster Stelle allen Wahlkämpfenden ganz herzlich danken. Denn euer Erfolg, euer Einsatz hat mit dazu beigetragen, dass wir wirklich das zweitbeste Ergebnis in unserer Geschichte erreichen konnten. Wir haben zugelegt in einer nicht einfachen gesellschaftlichen Debatte. Und an diesem Erfolg haben viele mitgewirkt. Und da wollen wir natürlich zuallererst Danke sagen den beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar, die im Zentrum des Wahlkampfes standen und die unterstützt wurden von einer Partei, die geschlossen agiert hat. Vielen Dank für diesen Einsatz. Wir sagen Danke dem Wahlkampfleiter Matthias Höhn und stellvertretend für die vielen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen im Wahlquartier und in der Bundesgeschäftsstelle, nenne ich hier Claudia Gothe. Danke Matthias, Claudia und alle, die mitgewirkt haben, für eure Leistung. Und all dies wäre undenkbar ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen ehrenamtlichen Wahlkämpfenden und der vielen Freundinnen und Freunde, von denen einige noch nicht mal Mitglied unserer Partei sind und trotzdem in den letzten Monaten alles gegeben haben, damit wir zulegen könnten. Ihr wart klasse. Ja, es gibt viele Gründe dafür, dass wir zugelegt haben. Zum einen, denke ich, ist verantwortlich für dieses Zulegen, dass unsere Wahlkämpfenden immer wieder dafür gesorgt haben, dass Themen, die den Menschen im Alltag unter den Nägeln brennen, in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen. Also Themen wie Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Personalmangel im Pflegebereich, die drohende Altersarmut oder generell der Kampf gegen Armut, gegen Kinderarmut. Und dieses Thematisieren ist umso wichtiger gewesen, weil es in den Medien, in den großen Talkshows, diese Themen oft nur am Rande behandelt wurden. Wir haben diese Themen stark gemacht und das ist wichtig gewesen. Zu unserem Erfolg hat beigetragen, dass wir als Partei wirklich geschlossen agiert haben. Wir haben gemeinsam am Anfang kontrovers Sachen ausdiskutiert und danach die vereinbarten Inhalte gemeinsam und geschlossen vertreten. Das war wichtig. Und ich denke, unser Einsatz für soziale Gerechtigkeit war auch deswegen so glaubwürdig, weil wir im Gegensatz zu anderen Parteien Themen wie Personalmangel in der Pflege nicht erst entdeckt haben, als es darum ging, Plakate zu hängen, sondern wir haben über Jahre hinweg glaubwürdig, beharrlich im Parlament, aber auch in Bewegung zusammen mit Gewerkschaften, Beschäftigten und sozialen Initiativen uns stark gemacht. Und das ist auch eine Basis für unseren Erfolg und damit muss es auch weitergehen. Während die Regierungsfraktionen kräftig verloren haben, haben wir zugelegt. Insofern können wir stolz sein und ich finde, wir sollten das heutige Ereignis auch beim Namen nennen. Das nennt sich Wahlfeier und wir sollten auch richtig feiern. Das können wir tun. Jedoch haben wir natürlich wahrscheinlich alle gemischte Gefühle, weil gesamtgesellschaftlich ist dieses Wahlergebnis auch Ausdruck für eine Rechtsverschiebung. Also wenn man mal das Mitte-Links-Lager so betrachtet, wir sind wahrscheinlich zusammen unter 40%. Und zum ersten Mal wird wieder seit 45 eine Parteienfraktionsstärke in den Bundestag einziehen, die ganz enge Verbindung zur Neonazi-Szene hat. Das ist eine schwierige Situation. Und deswegen würde ich sagen, für uns steht eine wichtige Aufgabe. Wir dürfen uns mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen nicht abfinden. Es braucht jetzt einen gesellschaftlichen Schub. Zum einen gegen ein Weiter-so der sozialen Verunsicherung und es braucht einen Schub gegen die neue Rechte. Und ich würde mal mit Blick nach vorne sagen, unterm Strich
Bei diesen Wahlen ging die erste Runde unterm Strich an die Rechten, aber die nächste Runde, die beginnt morgen. Und ab morgen kämpfen wir um andere gesellschaftliche Verhältnisse. Wir werden uns nicht damit abfinden, dass die so einen Aufwind haben, die Nazis. Und während die AfD das Gedenken an den Holocaust aus den Geschichtsbüchern tilgen will, sagen wir als Linke ganz klar, wir wollen das Gedenken an den Schwur von Buchenwald immer wieder stark machen. Und der lautet: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Dafür streiten wir, für neue Mehrheiten ab morgen. So. Ja. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir gehören zu den Wahlgewinnern und wir haben das auch verdient. Die anderen haben es nicht verdient. Und wir haben uns in einem schwierigen Umfeld, bei dem doch zwei neue Parteien in den Bundestag gekommen sind, die zusammen fast 25% machen, haben wir uns behauptet und wir haben sogar zugelegt. Das ist ein klarer Auftrag, mit konsequenter sozialer Politik, mit konsequenter Opposition gegen das Weiter-so von Merkel und Co. aufzubegehren und die Linke zu stärken. Wir haben einen tollen Wahlkampf geführt. Ich habe noch nie so viele engagierte Leute gehabt. Und eines muss sich unsere Partei auch zugute halten. Wir haben so viele Mitglieder dazu bekommen, wie noch nie seit unserer jüngsten Geschichte. Wir haben über 5000 neue Mitglieder bis Ende August dazu bekommen, diese linke Partei. Davon im Übrigen über 60% unter 35 Jahre. Es freut mich, dass so viele junge Menschen die einzig richtige Antwort geben. Und das ist auch klar. Viele junge Menschen kommen, weil sie Angst haben vor der Rechtsentwicklung, vor Trump, vor der AfD, vor Le Pen, von anderen Nationalisten in Europa. Und sie geben die einzig richtige Antwort: auf die Entwicklung der Rechten muss die Linke gestärkt werden in diesem Land. Und wir dürfen auch gar nicht uns einreden lassen, dass wir für diese Rechtsentwicklung verantwortlich sind. Es ist die Große Koalition, die negiert hat, dass die soziale Spaltung im Land zunimmt, dass immer mehr Menschen durch prekäre Arbeit ausgegrenzt werden. Es ist die Große Koalition, die nichts gegen die Steuerflucht der Reichen gemacht hat. Es ist die Große Koalition, die nicht Steuergerechtigkeit hergestellt hat und die die Ängste der Leute vergrößert hat, weil es sozial ungerecht in diesem Lande zugeht. Und deshalb, wer die Rechten ernsthaft bekämpfen will, der muss auch diese Politik des Weiter-so, diese Politik der sozialen Spaltung und der sozialen Ungerechtigkeit bekämpfen. Und das werden wir die nächsten 4 Jahre konsequent tun. Und natürlich wird das Umfeld nicht einfacher für uns und wir werden uns viele Fragen stellen müssen. Wir werden uns natürlich die Fragen stellen müssen, warum hat es insgesamt eine Rechtsverschiebung gegeben? Wir werden uns andere Fragen stellen, wo wir die Menschen noch von uns überzeugen können. Aber dieses Ergebnis macht uns trotzdem Mut.
in einem Abend, in dem wir zugelegt haben, dürfen wir auf keinen Fall mutlos sein, sondern das Gegenteil. Wir müssen befeuert werden vor unserer Aufgabe, die nächsten 4 Jahre vor uns steht. Und wir werden zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte eine Partei im Deutschen Bundestag haben, in der es viele Neonazis gibt, in der es offensichtlich Rechtsextreme gibt, die eine enge Verbindung zu Neofaschisten haben, die ganz klar einen nationalistischen, rassistischen, fremdenfeindlichen Kurs vertreten. Und liebe AfD, oder nicht liebe AfD, im Gegenteil, aber ihr müsst eins wissen, in der Linken findet ihr den härtesten Gegner, den ihr die nächsten 4 Jahre bekommen könnt. Wir werden im doppelten Sinne positive antifaschistische, antirassistische Arbeit machen. Wir werden ganz konsequent dafür kämpfen, dass den Rechten der soziale Nährboden entzogen wird. Und das geht nur mit sozialer Politik, das geht nur mit Umverteilung von oben nach unten. Und das geht nur, wenn den Menschen größere soziale Sicherheit gegeben wird. Und dafür steht die Linke. Der soziale Nährboden muss den Rechten entzogen werden. Wir werden aber auch überall... Wir werden aber auch überall, wo rechte Positionen auftauchen, wo fremdenfeindliche, rassistische Positionen auftauchen, am Stammtisch, in den Betrieben, in Gewerkschaften, in unseren Wohnvierteln, überall dort werden wir dagegenhalten, weil es ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diesen Menschen der öffentliche Raum überlassen wird. Überlassen wir ihnen nicht den Raum, sondern halten wir dagegen. Überzeugen wir mit einer klaren antirassistischen, mit einer klaren aufklärerischen Politik, halten wir überall dagegen und machen wir unsere Alternativen stark, dann werden wir weiter zulegen, dann werden wir weiter junge Leute begeistern für künftige Utopien, für eine bessere Gesellschaft, weil wir stehen für eine bessere Gesellschaft. Dafür werden wir die nächsten 4 Jahre und weit darüber hinaus kämpfen. Und ich hoffe, ihr seid dabei und stärkt die Linke in diesem Land. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bernd Rixinger und Katja Kipping.